Aber Neues zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, wo Flo jetzt sagt, dass wir im letzten Part gemacht haben. Ella, wir waren im Untergrund, wollten wundervoll mit unserem Auto fliegen, das hat nicht so gut funktioniert. Wir waren auch einmal bei den Gear-Dingsen, haben die auch einfach krass zerstört. Und haben ein paar Wurzeln aktiviert, Berge erklommen im Untergrund und werden jetzt hier weitermachen. Und ihr solltet den Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Ein Like dazu lassen wäre auch fein. Kommentare sind auch immer gern gesehen. Na, warte, der kommt zurück. Hallo. Und gern den Giant Discord. Lachen Sie mal. Jan! Kannst du mir jetzt auch gleich einen Bombenfall schießen, dann bist du sicherer. Ja. Dann, du sollst abwarten und dich nicht mitdrehen, das ist ja so verwirrend. Er macht ja auch nichts. Danke. So, wo ist jetzt das zum Lesen? Noch nicht weit weg. Nochmal 20, das heißt, wir kriegen eine neue Batterie. Mindestens eine. So, was Feines habt ihr hier? Universalgerüst. Ja, kannst du aber in den Berg reinbrammen. Hey. Was denn? Ja, wann haben wir denn mal diese Materialien? Außer Sonanium, was irgendwo rumliegt, aber. Ja, müssen wir halt mit Sonanium machen. Wo ist die Lesestelle? Da vorne. Rechts. Links. Oben. Bananen! Nein, das war ein Fehler, Jan. Das war ein Fehler. Im Inneren der Mauer, die sich vom Boden bis zur Decke erstreckt, erscheint irgendetwas Besonderes zu stecken. Nice. Die Mauer sieht auch ganz und gar nicht wie eine natürliche Felswand aus. Oh nein, sie ist künstlich geschaffen. Ist das die Stelle, wo wir nicht hinkamen? Wirklich? Da scheint es irgendwo einen Zugang ins Innere zu geben. Und der harte Stein vereitelt jederlei Durchbruchsversuch. Ganz klar, hinter der Mauer warten Schätze und Rubine in Hülle und Fülle. Doch wie kommt man nur an sie heran? Der Boden ist zu fest zum Graben. Ob es wohl von der Oberfläche aus versuchen sollte? Was? Ist das riesige Loch? Irgendwo dort oben habe ich schon einmal eine sehr ähnliche Struktur gesehen, genannt Irrzaund, so. Was? Finde ich mich nicht irre. Rumkugel. Bitte was? Ich habe gar nichts verstanden. Aber hier, guck, hier hätten wir lange laufen können. Wir müssen hier rein. Hier zufällig jetzt nochmal irgendwo Fahrzeuge. Oder alternativ, wo sind die anderen abgestürzt? Jetzt nicht mehr. Naja, mach den lila Marker weg und dann schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Ich hab was gefunden. Alter, ist ja krass. Aber nur, wo wir was können. Oh nein, da ist er. Da ist er. Was machst du da? Ich wollte das abmachen, aber es ging nicht. Mach's bitte nicht. Wir benutzen jetzt dieses krasse Gefährt einfach. Das Ding kann nicht fliegen, was ist los? Wir müssen das irgendwie abschlitten. Das ist auch kein Flugzeug. Oder hatte der das auch? Wenn du eine Rampe baust, könnte man vielleicht doch. Das heißt eine Abkürzung OFC. In welchem Zusammenhang? Ich habe, also die letzte Nachricht war egal in welchem Kontext, also nur wenn das erlaubt ist. Ist das auf Kurs? Wirklich.
Gut, ich glaube, das Ding ist nicht zum Fliegen gedacht. Aber das Ding ist zum Fliegen gedacht. In dem Arsch. Ob ich gar keine Augen mehr hab. Nein, du hast sie alle verbraucht. Du hast lange keine richtigen Dinge besiegt mehr. Warum, Jan? Was? Warum du den besiegen möchtest? Weil ich sein Gefährt haben möchte, ganz einfach. Ja, mach nur einen Deckensprung, wenn er über dir ist. Ja, das musst du abwarten. Das musst du hinterher. Oh nö. Ey, der lebt noch, der Arsch. Der ist da vorne. Achso, du willst noch. Alle ganz nach oben, nicht mehr gedacht. Du kannst auch zu ihm drauf springen und dann die Kontrolle übernehmen, ist das dein Plan? Deckensprung! Deckensprung! Geht Ging das nicht? Oder war das schlechter Winkel? Direkt hinterher! Direkt hinterher! Egal wohin. Hinterher. Wir kriegen dich. Nicht so tief. Rüdiger. Mach nochmal Turbo. Wir haben es gleich. Ich weiß ja nicht. Jetzt sinkt es aber! Wie ganz ehrlich, ich sehe es nicht mehr. Doch, da links. Oben links. Ja, wo fliegt das? Ja gut, es geht aber gleich kaputt. Toll. Toll. Danke für nichts. Ja, Lila musst du wegmachen, aber... Ist jetzt die Frage, links oder rechts vom Schwarzen? So eine Scheiße, ey. Ja, du hättest einfach drauf springen sollen auf das Ding und dann. Aber. Nein. Gut. Guck bitte auch vor auf der Karte, weil da diese schwarze Linie ist. Ich weiß nicht, ob man links vorbei muss oder rechts vorbei muss. Vielleicht ist das eine in der Sackgasse drin. Wir machen das schon gut. Okay, ist die Frage, wollen wir jetzt nochmal eine Maximum-Essen-Ding sein? Nein. Jan, was machst du denn? Hallo? Hä? Was denkst du? Wo war der Plan? Ich wollte auf dem kleinen Plattform-Ding zwischenlanden. Bin ich das jetzt noch da unten? Sicher, das liegt da irgendwo rum. Heiß. Ja, spring runter jetzt.
Ist das überhaupt das Richtige, was du gerade ausgewählt hast? Was hat denn der für eine Klinge? Der hat eine Feuerklinge. Hätte ich doch nicht. Warum war, hä? Warum sah das eben so rot aus? Weil, ey, jetzt habe ich gedacht, wir kriegen was Krasses hier. Hä? Ich habe da irgendwas Rotes gesehen. Ja, dann baust halt notfalls nochmal. Warum seid ihr denn Eis? Weil die Sache ist, durch diesen Energieverbrauch können wir das eh nicht lang benutzen. Mann. Ja, deine Zwischenlandung war einfach zu riskant, Jan. Ja. Leg doch ein paar Ventilatoren auf den Boden. Die haben wir nicht mehr. Haben wir auch gar nicht mehr. Nee, das waren die letzten drei. Dann wird's jetzt anstrengend. Oh. Wusstest du, dass man sich das Ding auch ohne Energie bauen kann? Das heißt Energie? Ja, ohne. Also den Halsschutz bauen kannst du dir auch ohne. Mann, du kannst da einfach eine Fackel dran machen, die du dann anzündest. Die kannst du da auch fest dran heften. Dann brauchst du halt keine Energie. Geht die nicht irgendwann aus? Nö. Die unendliche Fackel? Mhm. Rot oder blau? Blau kam, glaube ich, erst. Ja. Jump. Wirklich abspringen, ja. Was ist die Alternative? Ich kann mir vorstellen, dass das noch nicht. Guck mal, da oben sind wieder Bäume, also sollte da oben eigentlich das Ziel sein. Die Spitze des Eis, was tun sie? Mann.
Wenigstens war das jetzt nichts Wertvolles, jetzt haben wir gar keine Raketen mehr, oder noch? Das heißt, die müssen wir uns auch unbedingt neu holen. Das heißt, wir müssten eigentlich noch ein bisschen was im Himmel machen, aber wir haben nichts mehr im Himmel. Sauerei. Ich weiß. Oh, Kopfschmerz. Hat links bestimmt. Links. Oh. Und wer ist dann rechts? Für die Leute, die Zelda nicht kennen, ist das wahrscheinlich deine Prinzessin. Oh. Gehört? Und es hört nicht auf. Sind wir jetzt eigentlich an dieser schwarzen Mauer? Nee, sind wir nicht. Ja, guck mal, wir sind doch fast oben. Geschafft. Und neue Waffe vielleicht. Guck, deswegen seid ihr rot aus. Was ist das diesmal? Was ist da? Ah, unsere Freunde! Und da ist eine Wurzel, die du noch nicht markiert hast. Kannst du direkt machen. Dann fehlt uns da der Schrein, das ist gut. Welches Gebiet ist das? Was sollte das schon? Wohl, schwierig. Aber egal, blau. Blau, 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 blüht in Sian. Der gute alte Heino. Möglich. Hallo. Wer sind Sie denn? Hallo! Hallo, Wurzi. Und nicht, dass wir jetzt abstürzen. Da war was leuchtendes. Dahinter sehe ich doch Dinge. Ist schon wieder die Jägers? Langsam reicht's auch mal. Die haben sonst nichts zu tun, Jan. Ich merke das schon. Naja, wir können ja in die Richtung gehen, weil... Das sind echt schon wieder Jägers, ich weine gleich. Und dazu, Wurzel! Usch. Ist ja wirklich hier richtig eingerahmt. Na, Lenkung? Manu. Nicht für den Jan. Ist ja schade. Na gut, blau kannst du wegmachen. Und dann zu... Auch keine Raketen. Liga. Wir müssten hier theoretisch eigentlich noch so viel angucken, ne? Wo ist denn Liga? Das ist nicht da. Die waren doch eigentlich direkt dahinter.
Ich meine, auf der Karte sollte man es ja sehen, dass da, weiß nicht, Gebäude sind. War es wirklich das? Ja. Was aber da Feines? Noch ein Soldatenschwert. Oh, das ist also mal ein Ritterschwert. Hm. Was hast du gerade gemacht? Schau, Mama. Schauen wir mal hin, ey. Vor allem, wir müssten ja theoretisch schon so viele neue Rüstungsteile haben, weil hier ist ja überall was, das siehst du ja. Hm. Vor allem hier hinten. Da, hier wird, die beiden müssen uns eigentlich echt dann mal angucken. Ja, können wir auch noch machen. Oha. Oh nein. Danke. Du und die Fahrzeuge, also. Weiß ich nicht. Aber das war jetzt nicht der, der das. Da ist der, der das. Oh, hier den, ist ein Labyrinth. Der muss jetzt zu Fuß reingehen. Ich fahre aber Alter, auf einer Mine. Er hat eine Lore. Oh mein Gott, nicht eine Mine. Ja. Das ist ja cool. Also wenn du wieder, du kannst ja theoretisch auch einfach eine Sprungfeder aufbauen und dann springst du drüber. Einfach ausgemacht. Möchtest du? Nee. Also die dümmsten Sachen sind immer noch diese Kästen, die auch so ein Ding dran hatten, damit die schweben konnten. Ja, da geht's lang. Da ist ein Weg. Es wird doch nichts. Du triffst doch den. Was? Man muss ja manchmal Erfolg haben. Ach komm. Damit ich auch mal Unrecht hab. Du kannst ja drüber springen, aber nicht so. Nein, nur die dumme Geschichte. An den Wegen lassen sich manchmal Versorgungsstellen mit Sonarbauteilen vorfinden. Mhm. Sonarbauteile sind ja unerlässlich für unser Leben im Untergrund. Allein zum Transport und zur Beförderung. Transport? Doch, hier im Dunkeln gibt es ständig Unfälle. Vehikel fahren in Wände, fallen in Spalten, verursachen Karambolagen. Darum sind Versorgungsstellen hier wirklich bare Rubine wert. Neues Teil, gesucht, angebaut, alles fährt wieder. Wer immer auch alles hier hinterlassen hat. Ich für meinen Teil bin dankbar für jedes Sonarbauteil, das ich finde. Ruhmkurve. Aber vor allem, was bringt es dann, wenn wir jetzt bald richtig viel Energie haben, aber die Teile einfach nicht so lange halten und vorher sterben? Das ist die Frage. Vielleicht kann man die Haltbarkeit durch irgendwas erhöhen. Oh, da ist nur Sprungfeder, sehr gut. Hoffen wir es mal. So, was haben wir hier nochmal? 20 Stück? Ja. Alter, das ist ein Dreirad. Das Auto in simpel. So, weiter ist die nächste Stelle. Rot. Ich dachte, wolltest du den schätzen? Ja, das machen wir danach. Ich lasse bei jetzt noch das letzte hier oben. Jo, das ist gut. Passt noch gut ein paar rein.
Angriff. Bist du sicher? Sehr gut. War ja zum Glück hier nicht weit weg. Schön. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge von Let's Play. Tears of the Kingdom. Und in der nächsten Folge schauen wir uns hier noch ein paar Pünktchen an. Vielleicht finden wir noch ein paar Schätzchen. Also das ist ein paar Outfits. Soll ich auf jeden Fall nicht verpassen. Und ein Like lassen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.